30 Jahre pompös. Harald Glöckler feierte mit vielen prominenten Ladies im Hotel Adlon in Berlin den Auftakt zu seinem großen Jubiläum. 30 Jahre im Modebusiness, das waren für Harald Glöckler viele Höhen, aber auch Tiefen. Besonders in den Anfangsjahren seiner Karriere. Er erinnert sich. Wissen Sie, es gab Zeiten, da gaben sich die Weltstars die Klinke in der Hand. Es gaben sich Zeiten, da hat sich der Gerichtsvollzieher die Klinke in der Hand gegeben. Ich habe alles überstanden. Ich habe alles hat mich wachsen lassen. In den letzten Jahren schwimmt Harald nach wie vor auf einer Erfolgswelle. Mit seinem besonderen Äußeren sorgt Harald Glöckler immer wieder für Schlagzeilen. In Sachen Schönheits-OPs soll noch lange nicht Schluss sein. Ich habe vor ein paar Jahren die Oberlider machen lassen. Ich habe das Gefühl, das wäre auch bald mal wieder notwendig. Und dann wird das auch gemacht. Also ich habe nicht gesagt, ich mache gar nichts mehr. Und das werden Sie auch nicht erleben. Ich möchte gerne faltenfrei bleiben. Ich akzeptiere, wenn andere Menschen Falten haben. Es gibt ja diesen schönen Spruch, und schlägt der Arsch auch Falten, wir bleiben doch die Alten. Ja. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin gern rundum faltenfrei. Und was halten die Promi-Damen von Harald? 30 Jahre im Business zu sein mit dieser Erfolgskurve, das ist eine Leistung, vor der ich meinen Hut ziehe. Harald Glöckler ist ein grandioser Künstler, er ist eine schillernde Persönlichkeit und er macht jedes Event mit so viel Liebe. Der private Mensch und der öffentliche Mensch sind Riesenunterschiede. Er ist ein ganz, ganz lieber Mensch, ein sehr treuer Freund und alles andere als oberflächlich und äußerlich. Na dann, auf die nächsten pompösen 30 Jahre.